Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer spukt da hier in Phasmophobia. Und hier in den Folgen von Wer spukt da habe ich es mir zur Aufgabe genommen, dass wir versuchen wollen, den Geist herauszufinden. Indem wir es so machen, erstmal hier reingehen, legen wir einen Smudge-Stick hin, legen wir das Kreuz ab, schnell wieder raus. Ich habe nämlich jetzt nur einen Smudge-Stick mit nach draußen genommen. Normalerweise hole ich immer zwei und nehme in der nächsten Tour ein Kreuz mit. Aber das ist gut. Jetzt hat man ja direkt alles platziert. Das Kreuz ist wichtig am Anfang, damit der Geist nicht direkt da jagen kann, wo wir uns aufhalten. Ich hole schon mal Salz mit, damit wir hier gerade so ein bisschen aufbauen können. Weil wir wollen den Geist wirklich versuchen herauszufinden. Und das schaffen wir jetzt nicht, wenn wir nur zwei Smudge-Sticks mitnehmen und eine Jagd abwarten und einmal rotieren. Da gibt es nämlich noch viele Geister, die man dadurch nicht erkennen kann. Aber wenn man sich bemüht und mehr aufbaut, kann man es schaffen, viele Geister auszugrenzen und dann dadurch auf die richtige Geisterart zu kommen. Fakt ist, wir haben keine Beweise. Wir müssen wirklich herausfinden anhand von der Darstellung des Geistes, was es sein könnte. Wir haben also wirklich gar keine Beweise zur Hand, um daran zu erkennen, ey, es ist ein, ich weiß es nicht, ein Phantom, ja, weil er dementsprechend die Beweise hat, wie ein Phantom die Beweise auch immer gibt. Wir haben keine Geisterbox zur Hand, wir haben kein Ultraviolett-Satzprojektor, kriegen wir auch nicht, keine Dotsies. Wir müssen wirklich dann abwarten, wie sich der Geist hier präsentiert. Deswegen baue ich dann auch gerne schon am. Ne, das ist unser Kreuz, das bleibt hier liegen. Ich hole meine Lampe noch mit. Hier so eine kleine Lichtquelle, das sehen wir auch mehr. Das war ein Licht, was kaputt gegangen ist. Das könnte also eine Mare vielleicht sein. Okay, geht los. Achtung. Okay, du bist ein Phantom. Du bist ein Phantom, weil du lässt dich nicht gut blicken. Seht ihr, dass wir ihn nicht so gut sehen können? Seht ihr das? Dass wir ihn nicht sehen? Das ist ein Phantom, wie er leibt und nicht zu sehen ist. Ja, geh weg. Das ist das Trickige an einem Phantom. Das ist nämlich sehr gefährlich. Wenn ihr den Phantom nämlich aus den Augen lässt und auch nicht hört, wohin er läuft, dann kann er euch ganz schnell kriegen. Das ist jetzt an der Stelle, wo wir uns da befinden, auch ein bisschen eklig. Weil wir haben nur hier diese Rotationsflächen. Vielleicht da hinten noch beim Baum, aber ja, ist dazu empfehlenswert, würde ich sagen. Deswegen benutzen wir die Bänke. Aber das da war jetzt eindeutig ein Phantom. Er hat wenig geblinkt, wir haben ihn kaum gesehen. Das ist ganz stark ein Phantom. Wichtig noch zu wissen, wir warten jetzt nochmal eine Jagd ab, weil wir wollen den Mimik ausschließen. Der Mimik imitiert ja die Geister. Und damit wir den ausschließen können, müssen wir jetzt leider Gottes nochmal eine kleine Jagd abwarten. Wir holen jetzt zwei Swatsticks in der Hand, wir sind gut ausgerüstet, uns passiert hier nichts, keine Sorge, hoffentlich. Und ja, dann warten wir jetzt noch die Jagd ab, weil wenn der Geist jetzt anders sich verhält und mehr sichtbar ist während der Jagd, könnte man eigentlich schon direkt sagen, okay, das da ist leider kein Phantom, aber dafür ist es ein Mimik, weil der Mimik ahmt nach. Der Mimik würde auch niemals zwei Runden nacheinander denselben Geist nachmachen, sondern er sucht sich nach jeder Jagd einen neuen Geist, den er versucht, schauspielerisch darzustellen, nachzumachen. Und ja, deswegen müssen wir jetzt abwarten, ob der Geist jetzt wieder wie ein Phantom wirkt, in dem wir ihn kaum sehen können. Und dann wissen wir auch definitiv, dann ist es ein Phantom. Oder er macht, er benutzt das Kreuz hier. Dann machen wir mal gerade Foto. Was haben wir jetzt hier für ein Foto? Wir haben Interaktion. Wunderschön. Wir können nochmal ein Foto machen. Dann haben wir sogar ein Kreuzi. Hier, verbranntes Kruzifix. Wunderbar. Was haben wir noch an Zusatzaufgaben? Schieß ein Foto vom Geist. Ja, ihr seid süß. Das ist ein Phantom. Der Phantom lässt sich nicht gern fotografieren. Das wäre jetzt doch die Zusatzaufgabe. Wenn wir die noch hinbekämen, wäre es Knorke. Aber. Ja, weiß nicht, ob wir das probieren sollen. Ich will es gerne schaffen, aber schwierig. Ja, Gitarre, die Gitarre und das Meer, ja, schön. Weil wenn der Phantom sich jetzt blicken lassen würde in so einem Geister-Event, dann könnte man ein Foto machen. Muss reichen. Es muss reichen. Ich will jetzt nicht riskieren. Ihr müsst auch nichts riskieren. Das ist auf jeden Fall ein Phantom.
Wir müssen auf die Geräusche achten, damit wir wissen, wo er ist. So, und jetzt gehe ich kein Risiko mehr ein. Wenn das Foto jetzt nichts geworden ist, ist es nicht schlimm. Riskiert auch nichts. Es ist toll, wenn ihr die optionalen Aufgaben zusätzlich bewältigt. Ihr müsst aber nichts riskieren. Haben jetzt nicht geschafft, wurde leider kein Foto. Auch noch zu weit weg. War vielleicht auch das schlechte Timing. Ich möchte dabei jetzt nicht riskieren. Ich freue mich, dass wir ein Phantom herausgefunden haben. Und jetzt gehen wir nach Hause. Upp. Denn das war kein Mimik. Er hat sich wieder so präsentiert wie ein Phantom. Also wird es auch mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Phantom sein. Und es ist natürlich auch ein Phantom. Wir gehen mal hier auf Überspringen. Hätten wir jetzt noch ein Foto gemacht, dann hätten wir noch zusätzlich hier Punkte bekommen, beziehungsweise Geld, beziehungsweise Erfahrung. Aber ich denke, mit 3152 Dollar sind wir zufrieden. Die nehmen wir auch als XP mit. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch eine wunderbare Zeit, was auch immer das bedeutet. In diesem Sinne, tschüss.